hat das jetzt gebracht? Alles, was brennen kann, brennt schon munter vor sich hin. Auf den übrigen Müll wird das Feuer nicht übergreifen. Daran ändert leider auch noch mehr Zeitungspapier nichts. Jetzt gut zielen. Meinen Topf wieder mitnehmen. Au, 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 au. Heiß. Können wir ein Feuer mitnehmen? Nein, nein und nochmals nein. Können wir nicht. Abgedichteter Topf mit Wasser. Ist ja nichts Neues, ne? Müll, Feuer. Das Schlittenhorn hat sich oben verhakt. Gut, dann klettern wir mal hoch, würde ich sagen. Das muss das Zelt sein, das wir von oben gesehen haben. Hoffentlich ist der englische Soldat noch immer dort. Da sind Munitionsreste drin. Mal sehen, ob ich was davon brauchen kann. Hier ist eine Handgranate. Wahrscheinlich ein Blindgänger. Eine Stielhandgranate, deutsches Modell. Der Zünder wurde entfernt. Genauso einer steht vor dem Tor. Der könnte noch nützlich sein. Aber erst muss ich mich um andere Dinge kümmern. Ich kann nicht weiter. In der Hütte dort oben sitzt eine Wache. Er scheint zwar zu schlafen, aber ich sollte kein Risiko eingehen. Okay. Verschlossen. Machen wir ein Taschenmesser auf. Sieht nicht so aus. Hiermit vielleicht. Ich glaube natürlich nicht. Granate, nein. Dem Motorengeräusch und dem Geruch nach zu urteilen, befinden sich in diesen Hütten Dieselgeneratoren. Dem Motorengeräusch und dem Geruch nach. Durch diese Öffnung saugt der Motor des Generators Luft an. Ich kann das Lüftungsgitter nicht öffnen. Verschlossen. Er scheint den LKW zu reparieren. Ein Korkenzieher abstechen. Geht auch nicht. Ja, wir werfen den Holzklotz am Kopf. Auch nicht. Komm hier unten rein. Weiter sollte ich nicht gehen. Der Arbeiter dort könnte mich sehen. Und dann hat der Spaß ein Loch. Ein transportables Schweißgerät. Es ist noch genug Wasser im Topf. Gehen wir in eine Zeitung? Nein, gehen wir nicht. Eieiei. Damit kann ich die Handgranate nicht zerlegen. Ein Taschenmesser. Warum nicht? Durch diese Spalte bin ich nach oben geklettert.
Ich kann nicht weiter. In der Hütte dort oben sitzt eine Wache. Da kann man nicht weiter unten kommen. Ich wollte die Tür immer nicht auf. Verschlossen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da kommen wir nicht rein. Die ist verschlossen. Verschlossen. Topf durchwerfen. Das Wasser würde einen Kurzschluss verursachen. Klingt vielversprechend. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Ah, vielleicht der Generator? Ja, geh mal gucken. Und was nun? Leider wird er da nicht ewig drin bleiben. Ja, das glaube ich auch. Das Kantholz verhindert, dass die Motorhaube des LKWs nach vorn kippt. Können wir den jetzt dann einsperren? Sieht nicht so aus. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hilfe! Hört mich da draußen jemand? Nein. Irgendwas blockiert die Tür. Hey, hallo! Zum Glück ist der Generator in der anderen Hütte so laut, dass ihn niemand schreien hört. Werkzeugkoffer. Ein Werkzeugkoffer. Guck mal rein. Geht nicht auf. Der Deckel scheint sich verklemmt zu haben. Ja, jetzt Taschenmesser? Der Korkenzieher eignet sich leider überhaupt nicht dazu, den verkalkten Deckel aufzuhebeln. Ach klar, wird das gehen. Stell dich mal nicht so an, du Pussy. Schlagen wir das auf. Geht nicht. Springen wir das auf. Geht nicht. Ist kein Zünder. Schallplatten. Geht nicht. Diese Zeitung natürlich sicher, auf jeden Fall. Ja, dann kriegen wir das eben nicht auf. Dann bleibt das eben zu. Weil das in diesem Zelt wird der englische Offizier gefangen gehalten. Ein transportables Schweißgerät. Erstmal dran vorbei, weiter runter kommen wir aber nicht. In diesem Zelt wird der englische Offizier gefangen gehalten. Ja, gehen wir da mal rein. Also ich frag dich jetzt nochmal, wie ist es dem Mönch und deinem Leutnant gelungen, aus dem Kloster zu entkommen? Welche Geheimtür haben sie benutzt? Wir können das Spielchen noch tagelang so weitertreiben. Ich habe hier hunderte von diesen Schallplatten und du scheinst die Musik ja zu mögen. Sonst würdest du ja nicht zu beharrlich schweigen. Ja, geile Musik. Falls es dir zu leise ist, kann ich die Lautstärke auch gern noch etwas aufdrehen. Ja, bitte. Mein Gott, das ist Thomas. Thomas Finch. Er ist Offizier in Richards Einheit. Ich kenne ihn noch aus meiner Dienstzeit in Hongkong. Er wird offensichtlich mit deutscher Marschmusik gefoltert, die über diese Kopfhörer auf ihn eindröhnt. Schrecklich. Wenn sein Bewacher nicht breit wie ein Schrank wäre, würde ich ihm sofort selbst den Marsch blasen. Aber da ich meinen schwarzen Gürtel vergessen habe, muss ich wohl subtiler vorgehen. Im direkten Vergleich mit dieser Kampfmaschine ziehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den kürzeren. Hering. Ein Zelthering. Am Plattenspieler sind die Kopfhörer angeschlossen, die der arme Thomas trägt. Das ist Thomas Finch, ein Offizier aus Richards Einheit. Ich kenne ihn noch aus meiner Dienstzeit. Er war mal ein paar Monate in Hongkong stationiert. Ich muss den armen Kerl unbedingt hier rausholen. Lange hält er die Folter bestimmt nicht mehr durch. Und außerdem kann er mir sicher sagen, was mit Richard und den anderen passiert ist. Ja, kann er bestimmt. Eine deutsche Soldatenuniform. Mhm. Mein Gott, das müssen hunderte Schallplatten mit Marschmusik sein. Oh mein Gott! Was macht er jetzt? Neue Platte? So, nun habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Mal sehen, wie dir das gefällt. Ich koch dich schon noch weich. Ein Überraschungsangriff von hinten ist zwar denkbar,
Aber der Typ ist sicher kein Anfänger. Ich müsste Thomas irgendwie auf mich aufmerksam machen, sodass wir den Angriff abstimmen können. Gemeinsam haben wir eine deutlich bessere Chance. Aber solange er diese laute Marschmusik hört, bemerkt er mich nie und nimmer. Ich komme nicht hin, ohne dass Herr Schlag mich tot mich sieht. Herr Schlag mich tot? Eisbocken bewerfen, Räucherstäbchen, kaputte Schallplatte? Allzu helle scheint mir Brutus zwar nicht zu sein, aber so blöd, dass er eine kaputte Schallplatte auflegt? Nein. Nein. Wenn anstelle martialischer Märsche plötzlich die beschwingte Musik von Josephine Baker aus den Kopfhörern kommt, könnte das Thomas vielleicht tatsächlich aus seiner Apathie reißen und ihn auf mich aufmerksam machen. Aber wie bekomme ich die Schallplatte unbemerkt auf den Plattenspieler? Davon abgesehen ist die Platte auch völlig kaputt. Ja, die ist vollkommen im Arsch. Ich persönlich halte es für keine besonders gute Idee, in der aktuellen Situation Krach zu schlagen. Damit kann ich den Deckel etwas nach oben drücken. Mal sehen, was ich durch den entstandenen Spalt rausholen kann. Ist das Schleifpapier? Sägeblatt? Ich hol das Sägeblatt mal raus. Eine leere Papphülle. Braun, schlicht, praktisch. Das Sägeblatt einer Kreissäge. So, soll da jetzt vielleicht die Platte reintun in der... Nein, nicht. Das, okay. Fein. Dann stecke ich das Sägeblatt zurück in die Hülle. Okay. Ich hol das Sägeblatt mal raus. Schön, dass wir das auch wieder reinstecken können. Klebstoff. Ein Fläschchen Klebstoff. Das habe ich schon gar nicht gesehen. Ich habe die Ränder der Scherben mit Klebstoff bestrichen. Nun muss ich sie nur noch wieder richtig zusammensetzen. Das ist das größte Fragment und damit ein guter Anhaltspunkt für die anderen Teile. Ich lasse es lieber so liegen. Okay. Ich kann die Teile aufnehmen, drehen und irgendwo ablegen. Okay. So sollte es mir doch eigentlich gelingen, das Plattenpuzzle zu lösen. Aber Quatsch.
Natürlich. Das? Nein. Dann kommt das und dann kommt das. Na, wer sagt's denn? Ich habe die Scherben wieder zu einer vollständigen Platte zusammengeklebt. Yippie. Wenn die hellen Klebefugen nicht wären, könnte man sie fast für eine brandneue Scheibe halten. Schraubzwinge, können wir da rein? Nein. Die Schallplatte passt genau in die Papphülle. Ich steck sie mal rein. Jo, steck mal rein, Alter. Geklebte Schallplatte in Papphülle. Wunderbar.